vieles mehr, kann ich nur sagen, vieles mehr. Das haben wir angesammelt in eben unserem Unterbewusstsein. Nur mal, Gedanken sind Energie und Geist erschafft Materie. Und was wir da haben am Ende vom Leben, entweder wir haben es unterm Leben schon da, in unserem früheren Leben, haben wir viel gedacht, also angenommen. Ich denke mir das oft, wenn ich durch Südtirol fahre. Da liegen oben so Bauernhäuser, so ganz kleine Dörfer mit ein paar so Dinger. Eine Kirche haben sie natürlich alle. Da so Ding, hm? Und da fährst du durch und denkst dir früher, vor, ich sage jetzt einmal 300 Jahre noch, oder vor 100 Jahren wahrscheinlich, aber lieber 300 Jahre, da sind doch die Frauen, die da oben waren, gar nicht runtergekommen. Die sind da oben gewesen. Die waren auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, die Männer. Was die mit ihnen gemacht haben, wahrscheinlich gesoffen und dann geschlagen oder Kinder gemacht, keine Ahnung. Die haben Kinder gekriegt am laufenden Band und so weiter, also das volle Programm. Nichts jetzt, wir sind wirklich, also keine, bin jetzt nicht alle Schwarzer. Ha, weit entfernt, ich mag Männer gern. Aber das war halt einfach der Ist-Zustand damals. Also die ist aus ihrem Dorf nicht runtergekommen und hat nur gearbeitet und hat sich natürlich eine Gedankenwelt aufgebaut, die eine oder andere, viele haben es ja nicht gemacht, aber die es gemacht hat, die hat sich vielleicht überlegt, ja, und wie es war, wenn man das schöne Abendkleid anhat, wenn man mal gewaschene Hände wenigstens hat oder einmal, ich habe keine Ahnung, aus dem Mund nicht nur stinkert hat, sondern es einmal gut riechen darf oder zum Friseur mal gehen darf und. Und tschak, ist sie im nächsten Leben als Paris Hilton auf die Welt gekommen. Also, das ist Inkarnation. Ja, doch einfach, oder? Die hat sie da oben in ihrem Bergdorf gesehnt, nach alledem. Verstehst du? Und dann konnte doch die als Präsident kommen. Ja, weil das alle aus dem Bergdorf, die wollten alle nur mal ihr Kammer, ihr Kammer. Die wollten alle nur mal, die ganzen Moderatorinnen, alle wollten nur mal kurz ihr Kammer. Verstehst du? Weil du kannst jetzt in der Zeit, in der wir leben, aus meiner Sicht, was ich so für Verständnis habe für diese Dinge. Wie gesagt, ich habe keine Begegnungen mit irgendwelchen Erzengeln und sonst auch nichts, aber ich habe eine sehr starke spirituelle Anbindung und ich kriege es übers Fühlen. Als Kind schon, da habe ich gewusst, das ist er so und dann war es so. Und ich habe gewusst, die sehen wir heute zum letzten Mal, meine Oma 2 Tage später, Dubra-Meier ist gestorben. Ah nein, wie wundersam. Das sind so Dinge, die habe ich immer gespürt. Und ich habe auch meinen Enkelsohn gesehen, bevor er inkarniert ist, habe ich schon in 2, 3 Träume, ja, hat er angeklopft. Ja, war ich schon gewusst, ungefähr, wie rausschaut, so ein schwarzer Teufel wird. Und ja. Und dann hat sich noch einer hinterhergehängt. Also sind es Zwillinge geworden. Der eine hat sich gedacht, hey, das ist super, wo der da rein inkarniert, der ist ganz gemütlich. Da hat sich der Raphael noch hinterher. Und genauso war es. Der schwarze Teufel, den ich gesehen habe, ist als erster gekommen und 20 Minuten später der Raphael. Und den Raphael hat man auf dem Pudel nicht gesehen, erst 3 Wochen später. Hey, nochmal, das sind alles keine Zufälle. Wir kommen raus aus dem Kosmos, wir kommen raus aus der Feinstofflichen. Wir sind alle der Wahnsinnshammer, kommst du nach mir? Scheiße. Also jetzt wollte ich noch einmal, schmeiß das Blöd. Also pass auf, wer Lust hat und morgen noch da ist, also ich habe jetzt noch morgen einen Vortrag gekriegt, wo einer ausgefallen ist, wer Lust hat, dann darf man die Übungen morgen machen. Um 13 Uhr einmal und am Abend machen wir auch was kurz. Aber die Übungen, ich hätte jetzt so gerne mit euch noch Übungen gemacht. Eine Übung, also eine Übung. Du machst die Übung mitmachen. Also pass auf, ich sag schnell, wie die Übung heißt. Pass auf, du weißt ja noch nicht, wie die Übung heißt. Die Übung heißt, machen wir. Mit deren sie nur andeuten und kurz besprechen. Und wenn du jetzt erfährst, wie diese Übung heißt, dann hockst du auf der Stelle her. Die heißt nämlich. So, verstehst du? Gott bist nämlich du in Wirklichkeit, unter anderem. Und die Übung heißt, gut organisierter Tagträumer. Also das heißt, auf der einen Seite die volle Erdung nach unten. Wir wissen, wir sind da, wir müssen funktionieren in der Realität mit unseren Arbeitskollegen, mit den deppen, blöden Autofahrern, mit allen auf der Welt uns liebgewonnenen Wesen. Aber auf der anderen Seite wissen wir, wir öffnen und ab sofort unsere Kanäle nach oben. Verbinden uns mit unserem Seelenselbst, was wir eigentlich hier wollen, erfragen unseren Plan und den fangen wir dann schön langsam an zu leben. Und dann, das muss ich auch noch schnell sagen, wenn du nämlich den Plan
hast dein Plan. Gefühlt, gespürt, Plan ist da. Ist alles stimmig, überlege ich mir nochmal. Dann ist das da. Nicht mehr wichtig. Es wie ist nicht interessant. Und das wie zu verstehen, und das wie, das ist der Allereinzigste, der das immer wieder glaubend machen will, dass du wissen musst, wie. Dein Verstand, die Ratio, also er. Und immer wenn sie dir meint, sagst, steckt er deine Meinung in den Arsch. Weil du bist ja mittlerweile so sicher, du hast diese Sicherheit, du bist in deiner Kraft, hey, come on, und dann geht's los. Und dann kann er, der kann nur dazwischen funken, solange du zu dir selber nicht gefunden hast. Aber dann gibt's kein Halten mehr. Und egal, wie alt du bist, egal, ob du ausschaust wie der Brad Pitt oder Heidi Klum, es ist scheißegal, weil im Universum ist das wurscht. Und die Übung, die könnt ihr euch so vorstellen, könnt ihr mal schnell mitmachen, bloß damit wir nochmal das demonstrieren. Die GOT. Schau her, der mag nicht. Er ist sich wahrscheinlich schon bewusst, der weiß schon alles. Also, in dem Moment, wo du so sitzt, hast du die Verbundenheit einmal zu der Erde und andererseits, wenn du gerade sitzt, bist du mit oben verbunden. Und du kannst jetzt, da scheiden sich die Geister, die fünf Finger zusammen da, dass praktisch die Energie in dir fließt. Und dann arbeitest du so vor, dass du sagst, wir wachsen erst einmal unten aus den Fußsohlen heraus goldene Wurzeln. Und die dürfen da so lange wachsen, wie du magst. Wenn jetzt einer eine doppelte Erde ist, so wie ich, braucht das nicht mehr allzu oft wachsen lassen, ist gut dann schon, der aber dann mehr an seinem Oberen und sagt, ich hab's gleich gedacht. Und tut die Öffnung richtig sich vorstellen. Greift zu allen Mitteln, die ihr euch vorstellen könnt. Lasst die Schädeldecken aufplatzen. Lasst eine Silberschnur nach oben schneuzen. Ihr könnt alles machen, was immer ihr machen wollt. Dass diese Verbindung steht. Und dann schaut euch das komplett an. Und während ihr euch komplett zeigt mit den goldenen Wurzeln und oben der aufgebrochenen Schädeldecken mit der Silberschnur dran, geht's aus eurem Körper raus, wie beim Nahtoderlebnis, alles ganz einfach, und schwebt an der Decke und beobachtet euch von oben. Und wenn ihr das geschafft habt, dann treffen wir uns wieder. Zack.